So, moin moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Heute stelle ich euch mal zwei Spiele vor. Das erste ist Rook Aces, ein Oldschool-Shooter der coolen Sorte. Damals auf dem Amiga 500, wenn es Leute den gehabt haben, habe ich immer Wings of Fury gespielt. Also nicht immer, aber sehr viel. Und dieses Spiel schlägt in die gleiche Kerbe ein. Macht sehr viel Spaß. Ich werde es euch auch nochmal zeigen. Wir gehen mal ins Übungsgelände. Das Übungsgelände ist ein freies Feld, wo man einfach üben kann. Man kann wieder abstürzen, man hat genug Munition, unendlich, alles. Und ein paar Flugzeuge, die man abschießen kann. Auf diesem Flugzeugträger startet das Ganze. Fliegen tut ihr, indem ihr einmal auf B drückt. Dann ist die Engine an und das Ding fliegt los. Steuern tut ihr mit dem linken Stick. Und schießen mit dem rechten Trigger. Mit dem linken Trigger könnt ihr euch ein bisschen beschleunigen, wie man sieht. Deshalb braucht ihr aber mehr Treibstoff. Ist jetzt noch nicht so wichtig, denn hier haben wir unendlich Treibstoff. Aber in der Mission haben wir das halt nicht. So, man kann aber auch ein paar Raketen schießen und Bomben. Das hier sind die Raketen zum Beispiel. Und das hier sind die Bomben. So haben wir unendlich von. Im richtigen Spiel haben wir leider nur so bummelig. Ja. Habt ihr gesehen, dass wir gerade eine Panzerung eingesammelt. Da kann man noch mehr einsammeln. Diese Flugzeuge verlieren ab und zu mal sowas. Hier verlieren sie das die ganze Zeit. So. Ja, und diese Bonus-Sachen, die geben uns halt, die geben uns halt die Freiheit, unser Flugzeug aufzurüsten sozusagen. Man bekommt dann bessere Panzerung, schnelleres Geschütz, mehr Munition, bessere Fluggeschwindigkeit, bessere Wendigkeit, mehr Benzin, all sowas. Landen tut man, indem man einfach auf B drückt, er landet automatisch, muss sich nicht drum kümmern. Alles wird wieder aufgeladen. Wenn man jetzt zum Beispiel keine Bomben hätte, würden sie die jetzt frei machen und voll machen. Und dann geht es wieder in die Luft. Wie man sieht, habe ich natürlich sehr viel Geschütze hier an Bord. Macht ja auch nichts. So, Beschleunigung. Einige Missionen sind schwierig, andere nicht so schwierig, aber das Spiel an sich ist selber wirklich gar nicht so leicht, wie man denkt. Weil das Flugzeug reagiert auf die... Also das Flugzeug reagiert wirklich sehr gut. Also es ist wirklich sehr wendig, das Flugzeug, und es reagiert wirklich 1A. Also es ist sowas von schnell. So, jetzt bin ich abgeschossen worden. Ich wollte es mal kurz zeigen. Jetzt kann man den Schleudersitz benutzen. Wenn man Glück hat und die einen nicht fangen und man sich da hinter den Bäumen verstecken kann. Aber jetzt hat er die Hände oben. Das heißt, ich wurde gefangen. Ab und zu kann man sich auch hinter Bäumen verstecken, wenn man landet. Man kann es ein bisschen steuern. Und dann ist es so, dass man halt sich ein weiteres Flugzeug nehmen kann. So, wir gehen mal in die Mission rein. Kampagne, ich habe schon ein bisschen gespielt, also nicht wundern. Nicht viel, aber gerade mal einen Rang höher. Wir gehen trotzdem mal direkt rein. So, was wollen wir haben? Beschleunigung oder durch Geschützfeuerrate? Wir machen die Geschützfeuerrate, die ist cooler. So, wie man sieht hier, haben wir drei Flugzeuge. Die drei können wir auch nur nutzen. Und wir können sie auch nur nutzen, wenn wir nicht drauf gehen. Das heißt, entweder wir dürfen nicht gefangen genommen werden und wir dürfen mit dem Flugzeug nicht kompletten Crash machen, dass wir gleich tot sind. Das heißt, wenn wir den Fallschirm aufmachen, den müssen wir selber aufmachen. Wenn wir den nicht aufmachen, fallen wir auf Boden, sind auch tot. Dann nützen uns die drei Flugzeuge auch nichts, die sind alle weg. Das heißt, man muss sich schon mit dem, wenn man mit seinem Flugzeug abstürzt oder abgeschossen wird, schaut mal, da schießen wir schon ab, muss man das schon so schaffen, dass man noch überlebt. So, wir starten mal. Wir müssen gucken, was der Commander sagt. So, Achtung Pilot, Boogies. Knall drei Boogies ab. Das machen wir. So, es geht's. Und nach oben. So, gucken wir uns die Boogies mal aus. Oh. Aber müssen wir ein bisschen vorsichtiger fliegen hier, sonst... Oh. Die sind sehr wendig, die Flugzeuge. Das ist eigentlich ganz cool. Ui. Was sammeln wir ein? Durchschlagskraft. Okay, jetzt brauchen wir nicht mehr so viele Schuss, um die zu zerstören, das auch nicht verkehrt ist. Oh. Ja, so, jetzt könnt ihr oben auch mal die Benzinleiste sehen. Ganz oben seht ihr die Benzinleiste. Das ist der ganz lange Strich da oben. Das ist meine Benzinleiste. Und davor ist ein kleiner Nupsi. Der zeigt eigentlich nur die Position, an wo ich mich befinde. Wie weit ich mich von meiner Station befinde, sozusagen. Das zeigt auch dieser kleine grüne Punkt hier unten an der Leiste, der immer mit den Metern das anzeigt. Dann kann man sehen, ich befinde mich jetzt so weit. Okay, wir fliegen mal in die Richtung weiter. Also die andere Richtung ist ein bisschen blöd. So, wir brauchen noch ein paar Boogies abschießen. Das machen wir jetzt. Oh, wie man sieht, haben wir auch nur zwei Raketen und vier Bomben. So, jetzt aber. Der brennt ja auch schon so ein bisschen. Das heißt, den haben wir gleich. So. So, die Mission ist abgeschlossen.
Wir fliegen zurück zu unserer Station, das ist ja nicht so weit weg. Ums Landen müsst ihr euch nicht viel kümmern, denn das macht er alles automatisch. Einmal auf B drücken und dann landet er. Jetzt werden wir auch gleichzeitig repariert, betankt und wir kriegen unsere Geschütze werden vollgeladen, also beziehungsweise unsere Bomben und unsere Raketen. Oh, ein herrlicher Luftkampf, sagt er. Wir haben einen Zug gesichtet, der feindliche Truppen transportiert. Los, zerstören! Machen wir. Jetzt geht's so, dass wir die andere Mission natürlich haben, aber wir haben natürlich immer noch die Flugzeuge im Nacken. Und jetzt sieht man da hinten auch rechts die goldenen Sterne. Das sind goldene Sterne, die sind für die Missionsziele halt. Er zeigt halt an, was da ist, ne? Oh, hier müssen wir schon aufpassen. Und los geht's. So, haben wir jetzt noch nicht so viel getroffen, das macht aber nichts. Drehen wir mal. Oh. So, oder? Ah, okay. Die kann man natürlich nicht so einfach ohne Munition zerstören. Das heißt, wir müssen eigentlich nochmal zurück welche holen. Oder wir haben Glück und kriegen Beute hier in den Kisten. Wir haben leider nur die Beschleunigung bekommen, das macht aber auch nichts. So, das müssen wir erstmal irgendwie platt machen. Oh, schnell den Fallschirm nutzen. Wenn wir Glück haben, können wir uns hinter dem Baum verstecken. So, seht ihr? Sind hinter dem Baum versteckt. Das macht nichts. Dann können wir wieder ein Flugzeug nutzen. Das können wir aber nicht machen, wenn wir erwischt worden sind oder sterben. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Kommen wir bestimmt zu. So, Flugzeug ist, der Konvoi da, der Zug ist fast zerstört. Da oben habt ihr schon gesehen, das ist ein Zeppelin. Können wir auch runterholen. Machen wir jetzt mal. So. Da, die Menschen kriegen natürlich Bonus, wenn wir die abschießen, bevor sie landen. Ui. Die Sünde für die, aber gut für mich. Die Mission wird natürlich. Oh, die Mission würde natürlich auch nochmal kommen. Also natürlich gefangen genommen worden. Ja. So, wir gehen aber nochmal rein. Eine kleine Runde können wir nochmal spielen. Einfach um zu zeigen, wie viel Spaß einem. Also es ist natürlich schwierig, ne? Muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Easy Game ist. Aber man kann auch einfach nur vorsichtig fliegen, dann geht's auch, ne? So. Fliegen wir los. Haben unsere Mission ja im Kopf. Wow! So, da haben wir den kurz mit Raketen abgeschossen. Da müssen wir irgendwelche. Oh, das war natürlich total bescheuert. So, versuchen wir jetzt uns hinter einem Baum hier zu verstecken, dass uns keiner sieht. Ah, Mist. Wurde natürlich gefangen genommen. Schneller Modi. Geh nochmal rein. So, normale Kampagne. Los geht's. Schützfeuerrate. Ich hoffe, du machst dir nicht in die Hosen. Feindlicher Zug identifiziert. Okay, machen wir den Zug nochmal klar. Das muss aber mal ordentlich gehen hier, du. Jetzt, oder? Das ist nicht so leicht, mit nur dem Geschütz hier abzuschießen, aber es geht auch. Na gut. Noch ein paar Bomben holen. Ich hole mir uns mal ein paar Raketen und ein paar Bomben zurück. Können wir immer gebrauchen. So. Wir füllen uns auf, reparieren unser Flugzeug und wir gehen gleich wieder an den Start. So, Wendegeschwindigkeit erhöht.
So, der Zug ist fast vernichtet. Oh nein! Boah, Glück gehabt. Ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. So, hier versuchen wir jetzt mal. Okay, das ist natürlich nicht so cool. Jetzt haben wir natürlich alles verloren, aber das macht nichts. Macht schon was, nervt auf jeden Fall. Oh. So, versuchen wir hier zu entwischen. Mit Glück haben. So, im Wasser erwischt uns eigentlich fast nie jemand. Was sehr praktisch ist. Aber jetzt haben wir wieder ein paar Bomben. Ach Mist. So, Zug als erstes. Ach, das gibt's doch gar nicht. Mein Gott, bin ich schlecht. Da will man einem Leuten mal was zeigen und dann spielt man total scheiße, ne? Egal. So, weiter geht's. Warte. So, jetzt. Achtung. Boom. So, jetzt müssen wir noch die Geschütze noch zerstören, da. Ein paar Bomben holen, weil ich kriege die sonst nicht zerstört, die Häuser. Fliegen wir uns schnell mal. Fliegen wir schnell hin. Benzin haben wir ja noch genug. Können wir auch schnell fliegen. So. Vollladen. Und weiter geht's. Tally-ho. Okay. Ein Haus steht noch. Oh nein! Na gut. So, nette Show, aber vom Flugzeug ausgegangen, altes Haus. Ja, na gut, ihr habt jetzt noch mal ein bisschen reingucken können. Hoffe, es hat euch irgendwie so ein bisschen gefallen. Ihr wisst auf jeden Fall, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr es kaufen wollt. Ich habe das ganze Ding hier als Geschenk bekommen. Also, es ist für mich jetzt nicht so schlimm, wenn ich das jetzt nicht super viel spielen würde. Aber egal, wir machen mal zisch und hüpfen zum nächsten Spiel. Vielen Dank. So, hier mal ein ganz anderes Spiel. Lightfall, ein Jump'n'Run. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht einmal gespielt. Das heißt, ihr seid jetzt live dabei, wie ich das blind spiele. Aber ich dachte, das andere war ein Ballerspiel, Rook, Aces. Und das ist einfach mal ein Jump'n'Run. Wie gesagt, es ist nicht dazu da, um ein Let's Play zu machen. Wenn es gut mir gefallen sollte, würde ich es machen. Aber jetzt ist es erstmal nur, damit ihr sehen könnt, wie das Spiel überhaupt ist. Nehmen wir die Option und gucken mal wegen... Also ich mache immer ganz gerne die Untertitel an. Und vielleicht kann man da ja auch noch was anderes einstellen. Achso, man kann nur die... Achso. Okay, das wollte ich nicht. Ich wollte nach oben gehen. Ja? Audio, Controls. Und mehr kann man nicht einstellen. Na gut. Gehen wir mal rein. Sehen, was uns erwartet. Prolog. Lade. Oh, der kleine Mannequin bin ich. Ich kann hüpfen. Oh, ich kann auch schnell laufen, wenn ich unten drücke. Was soll ich machen? Das ist die Frage. Ja, warte mal. Okay. Ah, ey. Das ist gut, wenn mich so ein Blitz trifft. Ich weiß es nicht. Oh. Nicht einsam. Keiner weiß, was hier ist. The land of Numbra is a place of its own. A land where the sun never rises. A land of eternal night. For hundreds of years, we have been ignored by the rest of the world, left to slumber alone in the shadows. Our homeland is harsh and unforgiving. Only the strongest survive,
while the weak get crushed. Even so, that didn't stop the Kamloops, a small and pitiful nation, from migrating here. Weary of the everlasting wars waged by their neighboring nations, the Kamloops left everything behind. Everything but a foolish hope for better days. On their quest for peace and tranquility, they sought shelter in perilous Numbra. There, they would find haven in the perpetual darkness that shrouded their new home. Or so they thought. For a new threat now loomed. One that could not only engulf the Kamloops, but also plunge all of Numbra into oblivion. Okay. Bin ich mal gespannt. Welcome to Numbra. Und lädt. Und lädt und lädt und lädt. Nöd. Kann man ja aushalten, eine Ladezeit. Muss man aber nicht. Okay. What do we have here? Who is this young fellow? Let's watch from afar. Okay. Was ist denn da drin? Komm da runter? Nein, komm nicht. Ich muss alles testen, ne? Oh, ich kann. Achso, kann ich auch schnell laufen noch? Yes. Hui! It's as if the Fireflies are trying to lead him somewhere. I wonder where. Muss ich hoch? Okay, warte. Das. Okay. Ah, guck mal, wir müssen wahrscheinlich so ein. Oh, this child seems troublesome. Ein Punkt. I would sooner be away from him. Ja. Okay, warte. Hüt, hüt. Something vile. Wieder ein Checkpoint. I've never seen such crystals in Numbra before. The boy should be cautious. Schnell, wie Speed? Ah, hier, da geht es auch. Run, run! Okay, dann muss ich beeilen wegen. Weil die Decke runterkam. Fiel mir die Decke auf den Kopf fast. Komm schnell laufen. Schnell, kann ich die ganze Zeit schnell laufen? Was ist das denn? Oh. It seems to react to the boy's presence. Wait, what's happening? Was ist das? Oh. Und jetzt? Ah, ah, okay. Oh. Ah, okay. Okay, okay. Man kann dreimal kann ich den benutzen. Ah, genau. Dreimal. Aber sehr praktisch. Wir haben einen Checkpoint. He's back. And here I thought I was rid of him. Okay. Natürlich sehr praktisch. Schauen wir mal. Okay, es ist so eine Art Einführungslevel. Man merkt schon, ich denke mal, der Schwierigkeitsgrad wird hier bestimmt anziehen. I wouldn't go down there. Never mind. Danke. Muss da runter. Oh. Ah, verdammt, Axt. Habe ich nicht gesehen. Nochmal. Na gut, wir gerade einen Checkpoint hatten. Oh, hier muss man schnell sein. Oh.
Eieiei. I knew this fool would drag me into this. I never imagined that in my ripe old age I would leave my exile to become once again involved in the affairs of Numbra. I, Strix, the last night owl, saving a foolish child. The boy claimed to have no recollection of his past or how he got here. He couldn't even remember his name. I had no choice but to take him to the nearest village, hoping that would be the end of it. Na gut. Okay, the path of the gods. Der Weg der Götter. Schauen wir doch mal nach. Okay. Drauf? Okay, die Eule. Let's get going. These old bones can't carry you all the way. Ah, okay. Die faule Eule will mich nicht mehr weiterschleppen. Warte. How odd. The village looks deserted. I remember this place being occupied by the Kamloops. Na. Does this place ring a bell, boy? Naja, nee, nicht. Are my eyes deceiving me? Or is this poor fellow trapped inside that crystal? There's not much we can do for him now. Okay, lassen wir ihn da drin. Wenn wir nichts machen können. Ups, ist was noch mal. What a mess. The way is blocked. Ach, cool. Ich kann auch so. Ah, okay. Das ist nicht ganz clever. Okay, das ist ja auch ganz nett gemacht. Gibt es hier oben irgendwas? Ein Geheimweg oder so? Ah. Hier ist nichts weiter, ne? Weiter nach unten kann ich nicht. Das ist ganz cool gemacht mit den Kästen, muss ich leider sagen. Also das ist leider, Gott sei Dank sagen. Ärgert denn? Oh. Das Leute. Ich habe noch nichts zu sagen. Was ist das hier? Since you seem to have lost your tongue, I might as well give you a history lesson. The Kamloops worship five divinities called celestial gods. Obviously, they didn't seem to be much of use here. Okay, noch ein Checkpoint. Over here. This is Spherus, Dame Nature. She is one of the five divinities I was telling you about. Too kind and gentle for my taste. Okay. Wo geht's hier, oder? Müssen wir hier runter? Ah, es ist gut gemacht. Das ist echt gut gemacht. Leider sagen, aber. Looks like you're trapped on the others. Ah, you reckless fool! Ah, okay, ich kann einfach durchschießen. Na gut, ein bisschen Power habe ich schon doch. Another villager. Free. He vanished. Das ist natürlich doof. Was jetzt passiert? Bin ich hier? Was kann ich hier machen? Ach, guck mal. Ist einer wiedergekommen, den ich befreit habe? Wahrscheinlich, ne? Okay. So komme ich wieder zurück. Gut, dann muss ich ja nochmal zurück am Anfang, weil da war ja einer noch einer gefangen, ne? Glaube ich. This is Orlog, the timeless one. Although I fear he has grown senile over the years. Okay.
Senile alte Orlok. Oh. Okay, muss man schon aufpassen. The wrath of the elements, always parading around with his twin blades. Much ado about nothing. My own talons are much sharper. Na, es geht ja wieder oben längs. Oh my, look at this. Apparently, some people weren't fond of Nox, the shadow trickster. Can't blame them. I've heard countless stories of his annoying antics. Na gut. Ah! Natürlich dumm, ich wollte das Ding eigentlich ins Gesicht schlagen, aber das klappte wohl nicht. You fool! Don't let them bully you around like that. Okay. Boom. Hier oben links. Oh. Boah. Oh, das war knapp. Eieiei, war das eine enge Kiste. Aber hier geht's weiter. This is Luxette. What are you doing? Hm? This box of yours seems to have a special connection with Luxana. Ach, okay, komm, kann ich aufmachen. Das ist natürlich cool. Jetzt können wir da durch. Boah, was zu? Jetzt können wir rein. Das ist natürlich praktisch. I fear the worst for our land. Seeking out Luxana is probably our best course of action. Surely she knows what's going on. What had become of the once quiet and sleepy Numbra? The entire landscape was littered with ominous crystals, and a whole village had gone missing. As we headed to the Lost Lagoon, I couldn't help but wonder, did I imagine it? Or did the boy truly seem to recognize Luxana's statue? Maybe finding her would be the key to unlocking both his past and the truth about what was happening to Numbra. Ja, also bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Vielleicht wird daraus ja ein Let's Play. Könnt ihr entscheiden, wenn euch das gefallen hat. Sagt mir doch Bescheid und wir machen daraus ein Let's Play. The lagoon lies just ahead, sitting atop the highest summit in Numbra. The only place in the entire land where the light can pierce the darkness. Ja, quite aber a sight, isn't it? Das stimmt. Aber wir werden jetzt einfach aufhören und springen direkt zum nächsten Spiel. Zack. Und da sind wir schon beim nächsten Spiel und zwar Lodrunner. Viele kennen es bestimmt vom C64. Aber auf Amiga gab es das auch. PC, weiß ich gar nicht. Das hier ist so eine neue Version. Muss aber sagen, Lodrunner Legacy. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, zwei Spieler, Einstellungsmodus. Ne, wir machen erstmal eine Einzelspieler. Zack. Wir wollen das Abenteuer erleben. So. Was sind die verschiedenen Level? Okay. Ja, das Level nehmen wir. Okay. Ordentlich pixelig das Spiel. So. Ist ja anscheinend gerade in. Ich würde auch nicht sagen, dass es hundertprozentig 30 Frames die Sekunde sind. Schauen wir uns das Ganze mal an.
Okay. Das läuft zumindest hier flüssig. Man soll wahrscheinlich noch einsammeln. Wie damals beim alten Spiel. Huch. Ja. Muss kurz mal überlegen. Eigentlich keine Stange, bewege dich. Warte mal. Und wie kriege ich das andere Goldstück denn da? Na gut. Ah, wie dumm war das denn? Bin ich runtergefallen. Warte mal, geht hier hoch? Hängen wir uns hier längs. Und geh nach oben. Geh nach oben. Achso, klar. Wie dumm. Nicht so schwer, ne? Ja. Adventure Girl 1-0 geschafft. Super. Okay, ich habe mir einen Fehler gemacht, deswegen. Wir nehmen das nächste Level. Brauche nicht alle Sterne. Ist mir egal. So. Nächstes Level. Also so ein kleiner Puzzler. Geht jetzt aber gar nicht so, wie ich das Video gesagt habe. Hä? Ah, okay. So. Gucken wir, da hinten ist auch noch einer. Holen wir uns den erst und dann. Nee. Wir müssen erst den hier haben, glaube ich, ne? Nein, wir müssen erst den hier haben. Kein Loch graben, wenn ich eine. Ah, okay. Hä? Eigentlich nicht graben. Na gut. Ah, so, okay, jetzt. Jetzt habe ich es raus. Okay. Ach, okay. So. Ah, okay. Gut. Okay, also die Tasten Y und A sind für jeweils links und für rechts. Habe ich wieder nicht 3 Sterne bekommen, weil ich wieder so doof war. Aber jetzt werden wir das nächste Mal besser machen. Muss überlegen, wie es am besten läuft. Oh. Okay, das ist natürlich blöd, hier in die Falle zu locken. Okay, das war behindert von mir. Nochmal. So. Und hier müssen wir halt überlegen, welchen wir hier als erstes nehmen. Nein! Ah, wie dumm! Wie dumm! Oh! Wir starten das ganze Ding immer neu. Das war blöd. Okay, pass auf. Das ist nicht so schwer, ne? Ah, es geht alles nach Geschwindigkeit hier. Wir müssen ein bisschen beeilen. Man muss einfach die Steuerung raushaben, dann geht's. Eigentlich auch recht easy. So, jetzt müsste ich aber mindestens 3 Sterne bekommen haben, oder? Ah. Das hätte ich auch. Was anderes hätte ich nicht erwartet. Was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, warte.
Ach, was soll denn? Na gut. Hä? Kann ich den nicht nehmen? Na gut, dann müssen wir von oben runter springen. Siehst du. Nur schnell sein, ne? Richtige Gegner aber noch nicht. Kommt vielleicht noch. Weiß man nicht. Okay, weiter geht's. Nächstes Level. Eigentlich ganz witzig, ne? So ein kleiner Puzzler. Ein bisschen was für die grauen Zellen. Also ich glaube, ich habe für jeden was dabei. Actionspiel mit Rooks. Ein Jump'n'Run für die anderen. Und hier noch ein bisschen kniffligeres. Okay, so geht's nicht. Dann müssen wir... Okay, man hätte hinten links anfangen sollen, weil das ist halt total dumm, aber egal. War ist auch nicht so clever, ne? Weil wir kommen ja hier nicht weg. Okay, Neustart. Das war natürlich blöd. So geht's natürlich auch. Ah, da komme ich so nicht rein? Okay, dann müssen wir das alles machen. So. Okay. Ups. Okay, das war gar nicht so schwer. Wie man sieht. Puzzle-Modus freigeschaltet. Okay. Schauen wir uns auch gleich mal an den Puzzle-Modus. Gehen wir zur Modus-Auswahl. Schauen wir mal. Okay, Puzzle-Modus. Den gehen wir mal rein. Schauen wir uns den mal an. Ach so. Okay. Das war ja dumm, warte mal. Das war ja dumm. Kurz mal überlegen. Okay, warte mal, lass mal alles machen, warte mal. Muss schnell gehen, ne? So. Ich glaube, ich war aber über der Zeit. Na egal. Wurde geschafft, aber es war natürlich eine schlechte Zeit. Ah. Nächstes Level. Okay, das, da muss man natürlich ein bisschen die grauen Zellen anstrengen. Und wenn man es einmal raus hat, dann muss man natürlich nochmal neu anfangen. Sonst wird nichts. Oh, das war auch eigentlich relativ schnell, oder nicht? Boah, echt, das eine ist noch schneller gewesen. Gut. Wir gehen mal zur Modusauswahl. Da waren noch andere Modi. Modien. Modis. Oh, keine Ahnung. Gucken wir uns mal an. Klassisch. Da komme ich freigeschaltet. Ich würde mal Abenteuer noch mal kurz weitermachen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Das hatten wir. Machen wir das hier. Okay, kurz überlegen, bevor die Zeit losgeht. Läuft schon die Zeit, okay. Ah, kann man benutzen, das tritt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, dass ich gedacht habe, 3 Sterne, wenn es nicht werden. Nee. Da muss man, dafür hätte man das gleich ordentlich machen müssen. So, hier gucken wir mal. Gehen wir mal kurz zurück und gehen in den Erstellungsmodus.
Hier können wir nämlich Level erstellen, Charakter erstellen, Item erstellen. Einen Charakter können wir zum Beispiel erstellen. Gehen wir rein. Kann man neu erstellen. Na, macht man so. Gibt man schon eine Vorabfigur, was man haben will. Nämlich den zum Beispiel. Kann man sich den anschauen. Na, legt er schon nach. Hier kann man Animationen sehen und hier kann man dann wählen zwischen Körper, Kopf und Dings. Das Ganze habe ich schon einmal gemacht. Zeige ich das mal. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch als diese Figur hier spielen. Warte, check. Charaktere. Na? Als der Schansen. Das wär's doch, oder? Einfach mal als der Schansen im Level spielen. So, das Ding laden wir mal hoch. Habe ich noch gar nicht. Ich bin ein Humanoid. Yes, und Upload. Ja, nichts Illegales dabei. So, den könnt ihr jetzt finden. Ich guck mal, man müsste ja theoretisch auch mit meiner Figur auch spielen können, denke ich mal. Globale Level gehe. Kann ich da vielleicht auch meine Figur auswählen? Vielleicht stelle ich das ganz anders ein. Warte mal. Gehen wir zurück. So. Da, Runner Design, Spieler 1. Dann nehmen wir meine Figur. Nehmen. Ups. Angepasst, genau. Und zurück. Wir gucken mal, wir können ja auch mit meiner Figur auch spielen. Das machen wir ein Abenteuerspiel. Eingestellt haben wir es, müsste eigentlich funktionieren. Gehen wir hier auf Level 10. Da oben ist der Schansen. Und er sieht heiß aus. Yes, 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 yes. Na komm. Ja. Ah, schon witzig, wenn man seine eigenen Figuren nutzen kann. So, müssen wir jetzt auch erstmal hier weiterspielen. Das ist gar nichts mehr. Oh. Na egal, kann auch so machen. Ich kriege jetzt nicht gerade viel Bonus hier. Macht aber nichts. Denn ich wollte euch ja nur mit Figur zeigen. Ja, wenn euch das Spiel gefällt, ich werde auch mal ein paar Level hochladen. Aber nicht jetzt, aber irgendwann. Ja, falls es euch Spaß gemacht hat, besorgt euch das Spiel. Kostet nicht viel. Ich glaube 7,99 oder so. Kann auf jeden Fall schön die grauen Zellen anstrengen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das waren die drei Spiele. Bis dahin. Tschüss.